Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von For Honor Folge 16. Der große Raubzug. Schon länger wie das erste Kapitel. Wir haben nur 1.5 gehabt. Und jetzt sind dann jetzt schon 6. Und wie lange es noch geht? Wollen wir schon auf die Samurai. Wenn ich die spiele. Im dritten Kapitel. Wir kämpften 3 volle Tage auf dieser Brücke. Hinter der Brücke lag eine ganze Stadt voller Beute. Und wenn wir hier scheiterten, würden wir mit leeren Händen zurückkehren. Zeit für einen weiteren Anlauf. Verschiebe die Front hinter die Brücke. Nehmt die Brücke! Mit jedem Einzelnen! Ich muss die Bogenschützen selbst ausschalten. Ich schalte die Schützen aus! Doch hart dran, was soll das denn? So.
Bogenschützen! Ja, komm, gescheiß, gell? Ich musste die Bogenschützen selbst ausschalten. So, weshalb herum? Ich musste die Bogenschützen selbst ausschalten. Das reicht jetzt immer nicht alle fertig. Schalte die Schützen aus! Das Tor war in Sicht. Gut, dann habe ich das Tor mit deinen Truppen. Lasst jetzt nicht nach! Vernichtet sie! Das ist unser! Nein!
Wir waren so nah. Wir haben sie! Tötet sie schneller! Das ist kein Tor. Das ist ein Türchen. Keine schlechte Idee. Er kann's schaffen. Die Gunst des Allvaters ist unbeständig. Beeindrucke ihn mit deinem Heldenmut. Dann wird er dir den Sieg gewähren. Doch wenn Heldenmut in Leichtsinn umschlägt, dann liefert er dich deinen Feinden aus. Valhalla! Ja, Demeter! Ein großartiger Raubzug! Valhalla, Krieger! Du Arschloch, hast du mich? Ich stelle mich dir! Du schickst deine Marionetten vor? Ugh!
Ich bring dich zur Strecke! Ist diesmal der Richtige, oder? Beeindruckend. Ich werde das genießen. Wenn meine Landsleute diese Statuen sehen, halten sie sie meist für Götter oder Geister, die den Samurai heilig sind. Warum ist es so schwer vorstellbar, dass es nur Kunstwerke sind? Du bist stark! Dies ist dein letzter Tag! Du kannst nicht gewinnen, Plünderer. Na gut, dann war es das für diese Folge. Bis